So, wir wollten die Tastatur bauen. Lager. Gold haben wir. Wir haben gar keinen Sand. Das ist ein Problem. Weil ich glaube, wir brauchten Sand für den. Da. Nö, brauchen wir nicht. Okay, Gold, da, das, da. Für das Glas brauchen wir später Gold. Sand. Stahl. Stahl haben wir auch fast keinen mehr. Silber ist okay. Steine haben wir auch noch. Also, Stahl, Sand, aus Sand, Glas machen. Und dann gucken wir weiter. Also erstmal nur ein Tesla-Turm. So, wo haben wir denn viel Sand? Hier haben wir Sand, hier haben wir Sand. Ich würde das aber eigentlich ganz gerne unterirdisch irgendwo abbauen. Da gibt es zwar auch sowas Sandartiges, das hier, aber da kriegen wir fast nie Sand raus. Hier schon eher, warte mal. Portal dahin. Sand, 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 Sand. Komischer Pilz, Dirt, Sand, Sand. Genau. Oh. Kram, Kram, Kram. Das da hinten auch noch weg. Sehr schön. Oh, nur noch 5 Minuten bis zur nächsten Welle. Das ging schnell. Hätte gedacht, wir hätten noch ein bisschen mehr Zeit, aber okay. So, du bist am Rüstungsschmieden, du bist am Mithril-Barren herstellen. Du baust bestimmt den Tesla-Turm, oder? Nee, du holst die Barren ab, okay. Warum baut keiner den Turm? Was ist wichtig, Jungs? Das ist echt wichtig. Na gut, die Rüstung sind wichtiger. Tonki, 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 tonk. Ja, und Schlafen ist auch sehr wichtig, damit wir nachher volle Lebenspunkte haben. Ich bin gespannt, wie das jetzt mit den Wellen ablaufen wird, wenn wir die Tesla-Türme haben. Problem, was ich halt sehe, ist, die Türme gehen doch recht schnell kaputt, wenn die Gegner rankommen. Okay, war mein Fehler, dass ich hier die Scaffoldies hingestellt habe. Aber die Gegner machen ja auch so ihre Leitern. Also die Skelette machen diese Räuberleitern da mit dem Schild auf dem Kopf. Die Goblins machen diese krüppligen Leitern. Die Zombies machen nichts. Beholder könnten eventuell hochfliegen. Haben wir so noch nicht gesehen. Aha, der Tesla-Turm wird auch an den Schmieden gebaut. Das heißt, wir brauchen mehr Schmieden. Später. Also hier noch ein, zwei hin. Gut, 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 gut. Du. Geh schlafen. Du hast nichts zu tun. Hast wenig Lebenspunkte. Warum gehst du denn nicht ins Bett? Doofe Zwerge. Du bist voll. Du. Was zur Hölle? Ein Relief. Ja. Bau lieber das da unten ab. Kriegst doch ein Portal, bitteschön. Oh, Diamanten. Oh, noch mehr Diamanten. Das ist eine schöne Ecke hier. Gucken, ob ich das so irgendwie hinbekomme, dass die hier auch. Wir machen einfach so. Zack, 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 zack. Alles abbauen, was ihr könnt. Wo sind wir eigentlich? Okay. Gut, die Schlafen kriegen ihre Lebenspunkte zurück. Was machst du? Du machst nichts. Wenn du schon nichts... Warum machst du überhaupt nichts? Du hast unten Aufträge bekommen. Es ist sehr komisch, dass sie sich nicht angesprochen fühlen teilweise. Wo willst du jetzt hin? Macht nichts. Achso, wenn sie nichts machen, dann gehen sie irgendwelche Arbeit nach, die so normalerweise erledigt werden. Wie sowas vielleicht? Also Grünzeug entfernen? Läufst du hier oben auch irgendwo hin, um Grünzeuge zu entfernen? Da eventuell. Es werden immer mehr Zombies hier unten. Wusch. Wusch. Wirklich viel Schaden nehmen die dadurch nicht, ja? Und es wird immer nur ein Ziel getroffen? Ah, ganz schön doof. Und nö, er will nicht zu dem. Junge, wo willst du hin? Da. Ich sehe es schon kommen. Da willst du hin. Hier, bitteschön. Kontrolle übernehmen. So, befreien. So eine Kleinigkeit, ne? Das da muss weg.
Das muss weg und dann muss der Dirt weg. So. Da unten ist noch so ein Ding. Muss alles weg, muss aufgefüllt werden. Also nein, eigentlich muss nur das und das weg und das dann aufgefüllt werden. Neues Portal. Warum fühlen sich jetzt zwei angesprochen? Achso, weil einer den oberen auftritt, nimmt einer den unteren. Ja, ist okay. 1 Minute 40. Beide, Jungs. Dirt da. Ich hoffe, man kann schräg Dirt legen. Nicht jetzt. Nicht jetzt zu machen. Jungs! Was habe ich gerade gesagt? Okay, da unten hast du ein Portal. Mach bitte das hier alles zu. Und warte mal, ich übernehme dich einfach. So. Hey, ja. So, zu. 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 Befreien. Bist du immer noch da drin? Ja, bist du. Stopp. Du? Wähle Zwerg. Kontrolle. Okay, so geht das. Zu. Was machst du hier? Achso, du holst den Pilz ab. Befreien. Geh einfach raus hier. Dann haben wir da ein kleines Loch im Boden. Ist okay. Wir haben überall Portale verteilt und die Jungs stehen einfach nur drumrum. 30 Sekunden. Ich habe nichts, was ich so wirklich schnell verteilen könnte an Aufträgen. Ich warte einfach, okay. Tesla-Turm. Tesla-Turm bist du? Nein, bist du noch nicht. Wir brauchen ja ewig. Na gut, 8 Sekunden. Die Jungs sind am Schnacken. Oder neben Betten rumstehen oder was auch immer. Ich glaube, der einzige Zwerg, der arbeitet, ist der hier unten. So, Gegner kommt von rechts. Das ist gut. Gucken wir, wie die Türme sich schlagen. Okay, die könnten schon mal zwei Räuberleitern machen. Ja, dann die dritte und die Zombies könnten hoch. Aber ich hoffe einfach mal, dass der Tesla-Turm stark genug ist, ein, zwei von denen umzubringen, bevor die eine ordentliche Leiter bauen können. Aber gucken wir hier. Du dahin bauen. Nein. Und ich kann auch Feuerbälle schmeißen zwischendurch. Wusch. Oh, die schubsen zurück, die Feuerbälle. Wusch. Sehr cool. Wusch. Oh, nicht in unsere Richtung schubsen. Wusch. Ja, also stark ist was anderes beim Tesla-Turm. Sehr wenig Schaden. Wusch. So, weg mit euch da unten. Ihr sollt keine Hockeybegleiter bauen. Der kommt da nicht an. Oh oh. Weg mit dir. Weg, weg, weg mit euch. Das kostet viel zu viel Mana. Nicht genug Mana, ja, alle. Ich glaube, es wäre wesentlich einfacher, wenn wir einfach hier ein Portal... Wenn wir warten, bis wir da ein Portal machen können. Die Jungs einfach töten. Die da töten. Genau. Unsere Tesla-Türme macht keiner kaputt. Ah. Genau, töte sie einfach alle im Alleingang. Mit deiner Lederrüstung, deinem Lederhemd, deinem kleinen Schwert. Im Gegensatz zu den vollgepanzerten Typen hier mit den... Ja, lass mal das. Und geschafft. Also wirklich stärker war die Welle nicht. Achso, die freuen sich, okay. Yay. Also, die Welle war kein bisschen stärker als die letzte. Im Gegenteil, sie war sogar schwächer. Da waren nicht mal die Beholder dabei. Letztes Mal waren zwei Beholder dabei. Und ich glaube zwei von den großen Skeletten und was weiß ich. Also sehr komisch. Eventuell macht das Spiel den Fehler, dass die Wellen nur stärker werden, wenn man durchgehend spielt. Ich spiele hier immer nur eine halbe Stunde ungefähr, mache dann eine Pause. Von ein, zwei Tagen und dann, ne? Naja, okay, meistens immer einen Tag.
Und deswegen wird das vielleicht immer wieder auf 1 runtergesetzt. Das wäre komisch. Ich habe mich irgendwie schon darauf gefreut, dass es wirklich schwieriger wird. Das Schlimmste, was eben gerade hätte passieren können, ist, wir fehlen einen Tesla-Turm. Aber das sind nur Ressourcen. Also, nee. Wo ist unsere Mine hier unten? Hier. Ich brauche ein neues Portal. Imps beschwören. Beschwöre Imps, um dir beim Sammeln der Rohstoffe zu helfen. Das klingt gut. Kohle klingt auch gut. Und hier unten schnarcht irgendwie wieder so ein komisches schwarzes Ding. Da. Ich hätte wirklich gerne ein Portal. Das hier oben muss auch noch alles weg. Okay, also die Feuerbälle sind ganz praktisch, vor allem mit dem Zurückschubsen. Aber ich sollte sie nur. Ah, das Gold. Aber ich sollte sie nur benutzen, wenn die Skelette anfangen, ihre Schildleitern da zu bauen. Vorher ist es einfach nur Verschwendung an Ressourcen. Warum hüpfst du hin und her? Achso, du willst das da oben auch noch mitnehmen, okay. 1 Minute 30. Sind die restlichen Zwerge alle schon auf dem Weg? Warum sind meine Zwerge verdammt? Ich hätte irgendwie erwartet, die versuchen jetzt zu Fuß einen Weg zu finden, um hier hinten in die Mine zu kommen, aber. Die machen lieber hier unten irgendwelchen Unfug. Was machst du hier unten? Okay, wir können Scaffoldings einsammeln, aber. Jungs, ernsthaft. Ihr habt absolut keinen Orientierungssinn, wenn ihr nicht von Portal zu Portal gescheucht werdet. Und der hier läuft wieder nach oben anscheinend. Aber hier oben ist gar nicht die Richtung, wo er hin sollte, sondern sollte unten rum. Na gut, wir haben 2 Mana für ein Portal. Portal. So, und jetzt baut das ganze gute Zeug ab. Genau. Einer ertrinkt, das ist nicht so schön. Was auch schön wäre, wenn man Ressourcen verkaufen könnte. Das habe ich noch gar nicht probiert. Warte mal. Da. Na, ja, ein Paket. Nee, ich sehe nur kaufen. Man kann nicht hier irgendwas reinziehen. Ja, okay. Paket. Was bist du? Noch ein Weihnachtshemd. Ich hätte gerne Weihnachtsschuhe. Die gehören wahrscheinlich auch noch zum Set. Warum laufen die alle? Weil, also sind die Zwerge, die schon unterwegs waren. Für die ist es kürzer, einfach weiter hier zu laufen, anstatt ganz zurück zu laufen, ins Portal zu springen und so weiter. Geh arbeiten. Kontrolle übernehmen. Das machen wir jetzt selber. Du. Oh. Nee, ich wollte den da unten, genau. Du. Hey, du. Oh, Magierstab. Wähle Zwerg, Kontrolle übernehmen. Genau, das machen wir jetzt von Hand. Einsammeln kann niemand anders. Tonk, 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 tonk. So, da oben ist nämlich auch noch Gold, das wir noch gar nicht markiert haben. Und dann machen wir uns einfach einen Weg da hoch. Lassen uns alles runterpurzeln und hoffen, dass sie nicht unter uns die Steine wegbauen. So, das erstmal weg. Oh, ich glaube, da wurde was gepatcht. Vorher konnte man aus 2 Blöcken Entfernung was abbauen, jetzt geht das nicht mehr. Ne, geht nicht mehr. Okay. Oder ging das noch nie und ich verwechsel das gerade mit den Blöcke setzen, dass 2 Blöcke weit geht. Können wir ja testen. Du weg. Du weg. So, und jetzt gehe ich hier runter und versuche da oben was zu setzen. Das geht noch, okay. Also, Blöcke setzen geht 2 Blöcke entfernt, aber Blöcke abbauen halt nur 1. Damit kann ich leben. So, du. Scaffolding. Kohle brauchen wir. Hallo? Genau. Kohle brauchen wir in Massen, weil alles Gold, alles Mithril, alles Silber, alles Stahl, Kohle braucht. Warum willst du. Ah, okay. Weg, weg. Bau das damit ab.
Ah, ist irgendwas verpackt. Ganz wieder Schriftrollen. Was haben wir da? Ein Stoffsessel. Und ein Aufzug. Ein Aufzug kann schnell mehrere Zwerge auf einmal transportieren. Das könnten wir uns echt überlegen. Scaffolding. Na komm, geh, geh. Wow. Jungs. Ihr habt nichts zu tun. Allesamt nicht. Dann sammelt doch mal das Ding da oben auf eurem Dach auf.